Eine Verbrennertoilette in einem Atria Twin Van. Es ist unfassbar. Ja, eine Verbrennertoilette. Hi, ihr kommt aus Berlin? Genau, so ist es. Und habt den Van jetzt so rund ein Jahr? Ja, seit 21, im Frühjahr. Und jetzt kommt der absolute Kracher. Du kannst gleich mal deinen Kasten öffnen und dann geht das Video auch schon los. Was ist das genau? Und du musst einfach erzählen. Das normalerweise ist, das ist der vermutet Hammer. Man, wenn man hier die Klappe öffnet, dass man da eine Kassette sieht, einen Öffnungshahn für die Abwassergeschichte. Das haben wir alles rausgerissen und haben uns eine Verbrennertoilette installieren lassen. Was man hier sieht, ist nur noch die Rückwand von der Toilette mit der Ansauganlage und der Rest ist drin und oben. Heißt das, die Wartungsklappe benötigt man auch gar nicht mehr? Die könnten wir normalerweise ausbauen, zuschrauben, was auch immer, die ist völlig unwichtig. Unfassbar, denn jetzt kommt der entscheidende Vorteil, ihr müsst nie wieder eine Kassette rausnehmen zum Entsorgen. Aus dem einfachen Grund, weil wir gar keine mehr haben. Und deswegen gehen wir gleich rein und von innen wird es richtig spannend. Richtig. Einfach nur krass, vor allem in einem Van eingebaut. Kastenwagen. Ja, und jetzt von innen, wir gehen rein und da haben wir das Badezimmer, die Toilette und so sieht das gleich erstmal optisch aus. Ganz anders. Das sieht aus wie zu Hause, aber kann viel mehr als wie zu Hause. Das ist genau richtig. Das kann mehr als zu Hause, die Toilette, weil selbst zu Hause muss man spülen, was man hier nicht mehr braucht. Ich auch spülen nicht mehr. Du musst mal wirklich erklären, wie funktioniert das. Viele wissen gar nicht, was ist eine Verbrennertoilette. Also eine Verbrennertoilette funktioniert folgendermaßen. Da ist ein Verbrenner drin, der wird angetrieben durch eine Gasflasche, also das ist ein Gasverbrenner. Und der verbrennt praktisch alles das, was man nach unten in den Behälter fallen lässt und rückstandsfrei, so dass am Ende nur noch Asche überbleibt. Das ist praktisch ein kleines Krematorium für deine Exkremente. Unglaublich. Wenn du jetzt den Toilettendeckel öffnest, sieht das dann aus wie zu Hause oder noch ganz anders? Es sieht noch ganz anders aus. Ich habe, wenn ich hier öffne, einen Edelstahlbehälter. Ja. Wollen wir mal Licht im Badezimmer noch anmachen? Können wir mal anmachen. Genau. Moment. Also du machst dein Geschäft in diesen Edelstahlbehälter erstmal hinein? Nein, das stimmt nicht. Das ist ein beschichteter Edelstahlbehälter, der das Abgleiten der ganzen Exkremente erlaubt. Ich muss als Zusatz, als Brennzusatz praktisch umgangssprachlich eine Filtertüte reintun. Die gibt es vom Hersteller, die kann man sich selber anfertigen, wie man möchte. Ich zeige euch das mal. Da gibt es vorgefertigte Filtertüten, die passen genau in den Einsatz rein. Die legt man dann da rein, die sind vorgefaltet. Sowohl für das große als auch fürs kleine Geschäft. Hier macht man alles rein, das große und das kleine Geschäft. Ich mache die Brille hoch wie normal. Sieht aus wie ein Kaffeefilter quasi. Ist ein etwas überdimensionaler Kaffeefilter, ist einfach nur Papier. Man kann auch ganz normales Backpapier nehmen. Dann mache ich die Brille wieder runter. Setz mich drauf, mache ich jetzt natürlich nicht. Ja. Mach mein Geschäft da rein, nimm normales Toilettenpapier, egal wie viel, spielt gar keine Rolle. Ja, wir können das auch komplett praktisch mal sehen, jetzt wie das passiert. Wir können das passiert, ne? Praktisch mal sehen. Ich benutze dafür mal. Ja, Küchenpapier, irgendwas kann man ja mal reinschmeißen. Eine Scheibe Käse. Ja, wir machen das jetzt, wir machen das mal ganz echt nach. Wir wollen es ja wissen. Eine Scheibe Käse hier rein. Passt genau. Eine Scheibe Käse. Und als noch ein bisschen Klopapier nachschmeißen vielleicht noch. Ich nehme jetzt eine Scheibe Käse, schmeiß sie auch mal hier rein. Dann nehme ich ganz normales Toilettenpapier, das ganz normales Toilettenpapier, kein dünnes Campingpapier, sonst was. Schmeiß das hier rein, knüll das zu, denk mir, alles fertig. So, jetzt ist das alles fertig. Jetzt habe ich mich gereinigt etc., mache den Deckel zu, wie zu Hause und jetzt gehe ich spülen. Heißt, ich drücke einfach nur auf diesen Bedienknopf, dann geht eine Klappe auf. Da fällt jetzt alles, was in dieser Papiertüte war, in diesen unteren Brennraum. Gleichzeitig schließt sich wieder diese Mechanik und man hört gleich Wahnsinn. Den Beginn des Verbrennungsvorgangs. Das ist der Schornstein. Das ist der Schornstein für die Abluft. Hier drin ist der Brenner, das zeige ich gleich nochmal. Und der muss natürlich durch einen Ventilator angetrieben werden und die Abluft nach oben abtreiben. Übrigens toll, wie das hier verkleidet ist. Der Schornstein sieht da richtig optisch Hammer aus. Leider mussten wir dafür ein bisschen von dem oberen Schrank hergeben. Oh, ich habe einen kleineren Schrank. Mach den mal auf, bitte. Den haben wir teilen müssen. Aber dahinter kommt man noch. Kommt man überall ran, um Sachen zu deponieren, die man eigentlich braucht. Ja. Wie lange dauert das jetzt, so dieser Prozess da unten? Er ist noch im Gange, ne? Die Lampe leuchtet. Das leuchtet jetzt. Man kann jetzt einfach baden gehen, essen gehen, egal. Der brennt jetzt ungefähr 45 Minuten. Und ich muss auch
nicht abwarten, bis der fertig ist. Ich kann jetzt einfach, wenn jetzt sich der Nächste entscheidet, auf die Toilette zu gehen. Das wollte ich fragen. Deine Frau will nach dir auf Toilette? Die sagt, komm mal runter, jetzt bin ich dran. Dann macht die das gleiche Prozedere. Tüte rein, kann ihr Geschäft erledigen, macht das Ding wieder zu, drückt auf den Knopf, die Klappe geht auf, das Gut fällt nach unten, der Verbrennvorgang startet automatisch wieder. Aber der alte ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Der alte ist noch gar nicht abgeschlossen. Das ist das Gute. Ich habe da unten drinnen ein Fassungsvermögen, also eine Edelstahl-Schüssel von einem Fassungsvermögen von ungefähr 12 Litern. Wahnsinn. Das heißt, du kannst da mehrere Sachen hintereinander einfach immer rein. Ich kann ungefähr 8 mal, 10 mal auf die Toilette gehen, ohne überhaupt den Verbrennungsvorgang zu starten. Ach, der kommt ja. Ich kann ihn jedes Mal auch abbrechen. Ich könnte jetzt praktisch einfach den Verbrennungsvorgang abbrechen. Mhm. Und hier kann man nochmal reingucken. Die Käsescheibe und der Rest Papier, so brennt das. So sieht das aus, wenn alles geöffnet ist. Der Wahnsinn. Blöde Zwischenfrage, wie viel Strom verbraucht das jetzt? So, es ist, das Verbrennen funktioniert aber auch nicht mit Strom, sondern womit genau verbrennt der jetzt? Das Ding verbrennt mit Gas. Ich habe natürlich jetzt zur Sicherheit, weil ich es möchte, 2 11-Kilo Gasflaschen hinten drin. Mhm. Braucht man nicht, weil normalerweise kann ich bis zu 80 Verbrennvorgänge durchführen. Mit einer 11-Kilo Flasche? In etwa. Ja. Also und Strom nebenbei noch ein bisschen nur für den Prozess. Da ist ein Lüfter drin, der nimmt nicht mehr als ein PC-Lüfter. Ja, okay, alles klar. Also 12 Volt Bordstrom, das zeigt nicht mehr irgendwo an, dass der Strom nimmt. Ja. Aber jetzt wird spannend, was ist denn, wenn das fertig ist, nach 45 Minuten? Wo ist das? Was ist damit passiert? Das ist unten in dem Verbrennungsbehälter drin, da liegt dann nur noch ein Häufchen Asche. Und muss man den dann aber auch entsorgen, ne? Nach ungefähr 2 Monaten vielleicht. Oh, so spät. So viel passt da rein. Weil da ja immer nur Asche drin liegt. Da liegt ja nicht mehr drin als das, was vorher reingekommen ist. Wie kommt man dann daran an diese Asche? Das kann ich zeigen. Also jedes Mal, wenn man an diese Toilette geht, unterbricht der Verbrennungsvorgang. Und alles, was ich mache, unterbricht die Arbeit von dieser Toilette. Mhm. Wenn ich die jetzt öffnen wollte. Ja. Ich mache das jetzt mal. Mach ruhig mal, einmal fürs Video. Man muss die einfach nur hochziehen. Ja, Wahnsinn. Und dann sieht man da unten diesen Edelstahlbehälter. Ja. Und den nehme ich raus. Hier drüber ist der Brenner, der Verbrennraum. Dahinter ist die Verbrennungstechnik. Und in diesem Edelstahlbehälter ist nachher die Asche drin. Krass. Und wenn man nur alle 2 Monate mal die Asche rausholen muss und so viel Geschäfte reinmachen kann, hast du ja überhaupt gar keinen Wartungsaufwand in dem Sinne. Ich habe keinen Wartungsaufwand. Ich muss nur für mein Toilettenpapier sorgen. Ich habe jede Menge Wasserüberschuss im Wohnmobil, was ich zum Duschen, Abwaschen etc. nehmen kann. Es stinkt absolut nichts. Es braucht nichts mehr mit Chemie gearbeitet werden. Es braucht nicht mehr mit Chemie gearbeitet werden, weil ich keine Chemie mehr verwende. Ja. Ich habe keine Zugluft, die mit Chemiedüften versetzt ist. Ja. Ich muss keine Entsorgungsstation mehr suchen. Ich kann einfach relaxed wie zu Hause auf Toilette gehen, aufs Knöpfchen drücken und kann mich dann den anderen Sachen im Camping widmen. Und der verbrennt jetzt gerade noch weiter, obwohl du das hochgemacht hast? Das ist jetzt nur der Lüfter, ach so, der praktisch die Feuchtigkeit, die beim Verbrennen entsteht, nach oben abführt. Ja. Was ich ja mega geil finde, ist, dass du sofort die nächsten Geschäfte da reinmachen kannst und nicht immer warten musst, bis er fertig verbrannt hat. Das ist also cool. Eine 4-köpfige Familie könnte locker hier hintereinander auf Toilette gehen, ohne dass irgendjemand auf den anderen warten muss. Ja. Und der letzte startet halt den Verbrennungsvorgang und fertig ist die ganze Sache. Jetzt wird es brenzlig und ultra spannend am Schluss von diesem Video, natürlich. Natürlich nur so, ganz ehrlich, so grob. Das haben so viele Menschen nicht drin, weil es erstens selten ist und ultra teuer. Das wird auch, glaube ich, nicht in Deutschland eingebaut. Du hast bis ins vom Ausland, ist, glaube ich, der Hersteller. Also, ich meine, wird in Deutschland eingebaut, aber nicht hier hergestellt. Ne? Ich habe mir die Toilette über einen norwegischen Händler besorgt, also über den norwegischen Hersteller, der sein Vertriebsnetz in Europa ausgebaut hat, und habe mir das in Norddeutschland in einer Werkstatt einbauen lassen, die sich dafür nach vielen Diskussionen breitschlagen lassen hat, diese immense Umbauarbeit vorzunehmen. Es ist nicht wenig, muss man echt dazu sagen. Ja. Willst du einfach auch mal so benennen? Sag ruhig mal einfach mal. Die Toilette ist ja die teuer. Toilette an sich mit dem ganzen Verbrennungstechnik kostet ungefähr 4.000 Euro.
Und der Einbau? Dann habe ich den Einbau noch durchziehen lassen, also verführen lassen. Da kommt nochmal das Doppelte drauf. Also wir sind ungefähr bei 8000 Euro. Mhm. Es ist Hammer, braucht man nichts dazu sagen. Dafür hast du Premium. Du hast nie wieder irgendwelche Toilettenprobleme. Und ich denke mir, das steigert unbedingt das Campinggefühl, das Nutzen dieses Fahrzeuges macht einfach mehr Sinn für mich. Ich dachte bislang, das wird eingeschweißt, aber es ist was anderes. So Einschweißtoiletten, da wo die Tüte eingeschweißt, gibt es ja auch. Aber beim Verbrennen muss auch nichts eingeschweißt werden. Und die Papiertüte, der Kaffeefilter, dient nur dazu, dass es einfach besser nach unten abrutscht. Genau so ist es. Ja. Und sauber machen, letzte Frage, was ist, wenn du die Toilette säubern willst? Kannst du auch ganz normal mit Toilettenreiniger da drin so rummachen und so? Ich kann einfach mit ein bisschen... wird ja verbrannt, wenn es runterfällt. Zitronen-Dingens da, was man zu Hause benutzt, um seine Toilette abzuwischen, die Brille abzuwischen. Also ist nichts anderes als zu Hause auch. Ist der absolute Wahnsinn. Und noch eine Frage hier so, Thema Brandschutz. Weißt du, mit welcher Temperatur das da unten so verbrannt wird? Die ersten 20 Minuten geht dieser Brenner mit über 500 Grad in den Edelstahlbehälter hinein, damit die Anfangstemperatur gegeben ist. Hast du keine Angst, dass du hier so ein Kraftwerk in deinem Kastenwagen eingebaut hast? Ich bin stolz darauf, dass ich sowas habe. Und das ist wirklich sicher, sagst du? Das ist absolut sicher. Der Ich habe eine extra eingetragene, in das Gasbuch eingetragene, wie sagt man? Also die ganze Geschichte ist eingetragen ins Gasbuch. Das zieht eine Gasprüfung nach sich. Das ist alles abgesichert. Das ist auch bei der Versicherung extra angemeldet, sodass da nichts passieren kann. Ja. Die Firmen sind autorisiert, sowas zu machen. Also das ist absolut topsicher. Liebe Zuschauer, schreibt in die Kommentare, wie krass ist das denn im Kastenwagen? Die absolute Luxus-Oberklasse für eine Toilette. Eine Verbrennertoilette Premium XL. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich sag dazu auch absolut gar nichts mehr. Schreibt in die Kommentare, wie krass ist das. Ist der Hammer. Ich sag's euch. So eine Investition wird sich nachhaltig wahrscheinlich auszahlen. Vor allem das Fahrzeug, wenn du es jemals verkaufen möchtest, das hat ja dann auch die Wertsteigerung. Du verkaufst das ja quasi mit. Ne? Auf alle Fälle. Aber du wirst das Auto ja eh behalten. Logisch, ich bin ja so blöd. Nee, also mit Sicherheit ist das Auto nicht zu verkaufen. Ja, vielen Dank. Der absolute Hammer, gerne. Ein Atria Twin Supreme 640 SGX mit Verbrennertoilette auf dem deutschlandweiten Atria Vencamp 2022. Kolm Saiguren, so heißt die Stelle hier. Das ist der höchste und vor allem letzte Parkplatz. Nur mit Maut kommt man hier hoch. Eine abgelegene Mautstraße und hier oben ist wirklich Schluss. Und hier darf man dafür kostenfrei übernachten. Wenn man die Maut entrichtet hat, kann man hier oben so lange bleiben, wie man will. Und von hier geht es dann weiter mit Fahrrad oder zu Fuß. All das, was ich bereits erlebt habe. Auf 3000 Meter Höhe. Und natürlich auch alles, was niedriger ist. 3000 war ich noch nicht, muss ich zugeben, aber auf 2500 war ich schon. Da oben ist wirklich eine ganze Menge zu entdecken. Zum Beispiel das Niedersachsenhaus. Jetzt bin ich hier abends am Abendessen und dann der Parkplatz langsam leer. Dieser Platz ist sogar auf Park for Night, wo ich jetzt stehe. Und wenn der Parkplatz leer ist, dann gibt es hier 2-3 Camper. Mehr ist hier nicht. Meine Gitarre hole ich gleich raus. Also ich habe selten so eine Naturverbundenheit erlebt. Der schönste Ort, wo ich mit dem Van jemals hingefahren bin. Ich war in Dänemark, ich war in Italien, ich war in Frankreich, natürlich überall in Deutschland, ich war in Holland. Aber hier ist es echt am schönsten, wenn man die Berge mag. So, jetzt habe ich aber Hunger. Dann werden wir erstmal ein bisschen Armbrot essen. Hallo. Knapp 1000 Höhenmeter müssen überwunden werden.
bin gerade unterwegs von 1700 Höhenmeter auf 2700 Höhenmeter zu Fuß. Steil bergauf. Ja, weiter geht's. Mega anstrengend, aber macht echt Spaß. Juhu! Ist das geil? Das ist die Natur von Österreich. Rückweg. Alles wieder runter. So, jetzt ist hier Steinabstieg, geht schön weit runter wieder und es regnet und ich bin echt kaputt. Bin total durchgeschwitzt, meine Füße tun weh, meine Beine tun weh und ich freue mich schon auf die Dusche in meinem Van. Die wunderschöne Dusche im Atria Twin Supreme 640 SGX. Aber erstmal muss ich es wieder runter schaffen und das ist noch eine ganze Ecke. Das sieht alles so nah aus, ist aber noch sehr weit. Da unten ist die Straße, wo mein Fahrrad ist und damit ein Fahrrad noch und dann irgendwann bin ich am Wohnmobil. Aber erstmal da runter kommen zur Straße. Das wird noch mal ein bisschen weit. Ich habe jetzt ungefähr etwas mehr als ein Dreiviertel schon geschafft, aber das letzte Stück runter muss ich auch noch. Ich habe es tatsächlich zurückgeschafft von meinem Wanderweg. Das war wirklich krass. Ich bin froh, dass ich wieder runtergekommen bin. Mir tut alles weh. Schön geduscht eben da drinnen und jetzt werde ich den Grill anmachen, habe Hunger und ich tanke gerade noch ein bisschen Wasser und zwar frisches österreichisches Bachwasser. Ich habe ihn sogar leer gekriegt, 22 Liter ungefähr habe ich aufgefüllt und hier rüber geschoben und mein Tank ist gar nicht mal voll geworden. Ich dachte, ich kriege ihn voll. Habe ich aber nicht voll gekriegt. War wohl doch schon ganz schön gut was von weg, von dem Haupttank. Ja, ich habe wirklich keine Wasserprobleme. Dank Waterbob kann ich sogar vom Bach mit Pumpe jederzeit pumpen, Wasser tanken. So, nach dem Grillen ziehe ich mir noch einen Film rein. Und spazieren gehen gehe ich heute nicht mehr, denn das reicht für heute. Das war krass genug da oben. Da war ich. Auf dem... Nicht auf dem, sondern auf den. Davon muss ich mich erholen. Morgen werde ich erstmal Muskelkater haben. Ja, warum esse ich aus dem Kochtopf, anstatt mir einen Teller zu nehmen? Aus Zeitgründen. Die Ereignisse überschlagen sich. Ich muss sofort weiter. Erstmal zu gestern, das war schon krass. Man sollte nicht alleine in die Berge gehen, wenn man keine Ahnung hat. Ich kenne mich mit Bergen überhaupt nicht aus und ich bin ganz schön mutig gewesen, muss man sagen. Und auf dem Abstieg kam ich dann in die komplette Überraschung. Man hat ja die Hand vor Augen nicht mehr gesehen und ich bin klitschnass geworden. Das war wirklich krass. Ich bin froh, dass ich wieder zurück bin. Der Nationalpark Hohe Tauern in Österreich ist einfach nur beeindruckend. Ich habe gerade Österreich wieder verlassen. Ich bin tatsächlich wieder in Deutschland und Nora kann ich doch nicht 2 Wochen alleine lassen. Wir machen jeden Tag Videotelefonie und wir halten es jetzt schon nicht mehr aus. Wir sind jetzt eine Woche getrennt und meine Deutschland-Tour will ich aber trotzdem machen, auf dem Weg zu Nora. Und deswegen besuche ich jetzt gerade hier einen Adriana in der Nähe von München. Und zwar der grünste Adria, den es gibt. Den habe ich auch gefilmt auf dem Adria Ventcamp 2022 in Föhl, der so liebevoll mit seiner Frau in seinem Adria-Van alles in grün gestaltet hat, von außen und von innen Akzente gesetzt hat. Der wohnt hier gar nicht weit weg, mitten auf der Strecke in der Nähe von der A9. Und da fahre ich jetzt hin,
Deswegen esse ich noch schnell eine Kleinigkeit aus Zeitgründen ohne Teller, gleich aus dem Topf. Und dann möchte ich spätestens morgen früh bei Hannover sein, bei Nora, sie abholen und mit ihr auch noch mal eine Woche Urlaub machen, und zwar oben an der Ostsee. Ja, das ist natürlich krass. Von Österreich in die Gegenrichtung, hoch ans Meer. Bin gespannt, was ich noch so erlebe und ob ich es vor allem noch schaffe, weitere Zuschauer zu besuchen oder weitere Adriana zu besuchen bis morgen. Bis ich morgen bei Nora bin. Ich habe quasi nur noch heute Zeit und heute Abend und heute Nacht. Muss mich aber allerdings auch noch ein Stück weiter nach oben bewegen. Also noch eine Zwischenübernachtung irgendwo und dann morgen früh, spätestens morgen Vormittag, dann bei Hannover auch mal ankommen. In diesem Sinne, guten Appetit. Wir konnten ein paar Termine verschieben und absagen, sodass wir jetzt ganz spontan an die Ostsee gefahren sind für ein paar Tage. Mirko hat ja eine Zeit in Österreich verbracht, eine Woche, hatte da auch eine richtig schöne Zeit, und ja, jetzt sind wir wieder vereint sozusagen, und mit Josie sind wir erstmal losgefahren. Ja, es ist ein richtig toller Platz hier. Wir haben hier gestern den letzten Platz ergattert, der gestern noch frei war, und achso, wer nicht weiß, wer Josie ist, das ist ein Hund. Ja, ja, unser Hund. Ich glaube, das weiß ja, wir hatten, ich hatte schon mal eine Zuschauerfrage per Mail, ob wer denn Josie ist. Okay, ne? Unser Hund. Unsere Hündin. Genau. Hier ist der Platz, ist richtig schön. Das ist ein Scharbeutz und ein Stellplatz und richtig günstig. 13,50 Euro, glaube ich, pro Tag, und dann Kurtaxe noch dazu. Also kann man nicht meckern. Und ja, am Freitag ist ja der große Termin, unser Sunroof-Wechsel. Da sind wir schon ein bisschen aufgeregt und hoffen natürlich, dass diesmal alles gut verläuft. Was ein krasser Kontrast. Österreich und jetzt Ostsee. Beides hat seinen Reiz. Österreich nächstes Mal zusammen, ne? Also war so schön da, dass ich da mit Nora auch nochmal hin will. Und jetzt aber erstmal ein bisschen Ostsee. Ja, wie Nora schon sagte, das Skyroof. Also wir werden auf jeden Fall berichten. Völlig egal, ob wir eine Drehgenehmigung haben oder nicht. Also wenn wir nicht filmen dürfen, wir werden das Ergebnis so oder so zeigen. Und vielleicht dürfen wir aber auch filmen, wie es eingebaut wird und vor allem auch, wie es ausgebaut wird. Denn wir haben so viele Zuschriften bekommen. Das Video ging ja wirklich durch die Decke. Das Maß ist voll. Viertes Skyroof wird eingeklebt. Das Video hat so viele Klicks bekommen und so viele Kommentare, und wir haben so viele Mails bekommen. Deswegen wissen wir, dass das alle interessiert, und deswegen werden wir es zeigen. Also es wird spannend. Jetzt aber erstmal ein bisschen ein auf Urlaub. Ich habe auch gar nicht mehr so viel gefilmt. Also auf dem Weg von Österreich, meine Mini-Deutschland-Tour war sehr, sehr klein. Ich habe quasi nur einen Adriana besucht, weil ich wollte zügig Nora abholen und zügig hier hoch. Letztendlich haben wir hier oben ja auch nur wenige Tage, weil, wie gesagt, am Freitag Skyroof-Einbau ist und am Donnerstagabend wollen wir da schon sein, in Riedberg, Richtung Paderborn. Was für ein Bundesland ist das da? Das NRW. NRW. Und da werden wir dann übernachten auf Freitag, und Freitagmorgen ab 8, 9 Uhr geht es dann los mit dem Skyroof-Einbau. Das soll es gewesen sein. Jetzt noch eine Szene vom Meer. Danke, dass ihr soweit geguckt habt in diesem Video. Nachspannen von Verbrennertoilette im Kastenwagen. Schöne, coole Nummer, oder Nora? Wäre das was für dich? Ja, das war natürlich ganz schön teuer.
8.000 Euro. Also für, wenn wir die eingebaut bekommen würden, würde ich es machen. Aber selber 8.000 Euro, nein, ist mir zu teuer, aber ist geil. Also ich beneide diesen Typen. Der ist voll cool drauf. Aus Berlin kommt er ja. Super nett. Und mich würde es nicht wundern, wenn der ein oder andere sagt, scheiß auf 8.000 Euro, ich will das auch haben und sich das einbauen lässt. Wirklich geil. Schreibt in die Kommentare, wie findet ihr die Toilette? Sonne, Strand und Meer. Nur, dass die Sonne gerade fehlt, aber das ist gar nicht so schlimm. Nein, ist trotzdem herrlich. Ja, und Mirko wollte euch noch was erzählen zum Ende des Videos. Was macht er jetzt? Ich habe mich in Österreich ganz schön zum Affen gemacht. Aber so bin ich. Zuschauer, die mich gerne sehen, die wissen das und die finden das auch gar nicht so schlimm. Aber so alle anderen und auch viele Zuschauer, die mich nicht kennen, denken, was ist denn das für ein Kasper? Was hat der denn da gemacht? Wie gesagt, ich bin so, ich verstell mich auch nicht und es ist mir auch nicht peinlich, dass ich so bin. Und mit Österreich, ich habe so viele Kommentare bekommen, dass ich auf irgendwelchen Wegen rumgelaufen bin und dass ich im Nationalpark übernachtet habe und dass ich mich verbotswidrig verhalten habe und. Rechtswidrig, also verbotenerweise. Und da muss ich ehrlich sagen, es ist so schade. Ich bin ja selber ein Deutscher und es ist auch nicht so schlimm. Ich bin gerne ein Deutscher. Aber ich habe festgestellt, dass immer wieder das deutsche Volk sich aufregt und diesen Paragraphendschungel so sehr liebt und alles komplett systemhörig, rechtskonform beachtet. Und das gibt es in anderen Ländern so nicht. In Österreich hat das niemanden interessiert, wenn ich den Wanderpfad verlassen habe und einfach mal irgendwo lang gelaufen bin. Natürlich sehe ich das ein, dass man in Naturschutzgebieten nicht überall so rumwandern soll und dass man auf Wegen bleiben soll. Aber ich habe mich doch nicht in den Dschungel bewegt. Also ich habe mich schon noch auf Pfaden bewegt, wo man so ein bisschen gehen konnte. Und wo ich auf diesen einen Berg hochgegangen bin, also nicht der Hauptberg, sondern den Abend davor, da war ich halt tatsächlich mal auf so einer Wiese, wo nichts erschlossen war. Ja, okay. Aber bin ich deswegen jetzt ein Verbrecher? Ich finde, das war jetzt nicht so schlimm. Und wenn ich autark übernachte, autark darf ich auch nicht sagen, sagen viele, weil autark ist was anderes, außer mal ein paar Tage frei zu stehen. Aber was ist denn autark sonst? Autark ist doch sowas, dass man klarkommt außerhalb von Campingplätzen. Dann habe ich mich bei diesem autarken Verhalten auch so verhalten, dass ich keine Umweltverschmutzung begehe. Ich habe meinen Müll immer mitgenommen. Ich habe noch nicht mal mein Grauwasser abgelassen. Das habe ich komplett gesammelt und kam damit klar über viele Tage, ohne das ablassen zu müssen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe da so viel gefilmt in Österreich, dass ich mich entschlossen habe, dass ich jetzt hier diesen Kurzurlaub mit meiner lieben Nora nicht filme. Also was wir jetzt hier so erleben die nächsten Tage hier in Scharbeutz und Grömitz und entlang der Küste und alles, was wir so machen, zeigen wir jetzt nicht unbedingt. Denn das nächste Video wird dann sein Skyruf. Ne? Und deswegen schalten wir es mal ab, mal ein paar Tage bis Freitag, machen gar nichts, machen die Kamera aus und genießen einfach nur mal. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und ich grüße euch sehr herzlich. Ich habe auch sehr viel hochgeladen, also es war sehr sportlich, jeden zweiten Tag ein Video, das schaffe ich auf Dauer gar nicht. Schon gar nicht, wenn ich wieder ab nächster Woche Montag, also darauf die Woche Montag wieder arbeite. Also dann ist jeden zweiten Tag ein Video ist zu viel. Ne? Will ja auch nicht jeder solche langen Videos sehen, das Video ist auch schon wieder viel zu lang. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich so sehr, dass wir über 7000 Abonnenten haben mittlerweile, dass ihr treu uns zuguckt. Und wir werden natürlich auch wieder viel über das Fahrzeug zeigen und Adria zeigen und nicht nur in Österreich auf dem Berg hochwandern, was für viele Leute blöd war. Also es geht auch wieder mehr um Adria. Tschüss, liebe Zuschauer. Nora hat das allerletzte Wort. Schreibt wie immer gerne in die Kommentare. Und ich weiß noch eins am Schluss. Ich soll mich nicht so oft wiederholen. Ja, das ist eine Schwäche von mir. Ich wiederhole mich immer so oft. Ich darf nicht immer dasselbe erzählen. Bin ich dabei, das zu üben. Ja, wir genießen jetzt hier so ein bisschen die paar Tage Ostsee und ja, wünschen euch noch eine schöne Sommerzeit. Vielleicht habt ihr ja auch Urlaub und seid unterwegs. Viele sind ja auch oft weg. Genau, bis dahin. Tschüss.